Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen im Uwes Intex Pool Kanal hier. Also der Kanal entwickelt sich langsam echt zum Intex Spezialpool hier. Wenn ihr das Video von letzter Woche noch nicht gesehen habt da, mit dem Aufbau von dem Pool, wieder Ab- und Aufbau von den rostigen Teilen hier, ne? Also es war ja wirklich eine Katastrophe, ne? Wie rostig der Pool nach 2,5 Jahren war, ne? Und die ganzen Teile hier ringsrum wirklich kaputt waren, ne? Heute machen wir auf jeden Fall, nachdem der wieder aufgestellt worden ist, ne, mit der Hilfe der Familie, hätten wir sonst ja nie alleine hinbekommen, den wieder aufzurichten, werden wir heute den Pool, wenn er dann voll ist, ne, den dann wieder startbereit machen, also Wasser auffüllen, Salz auffüllen, gucken nach dem Salzgehalt, alles wieder dann technisch wieder auf den neuesten Stand dann bringen. Das machen wir heute. Aufbau und Neuinstallation vom Intex Pool. Das machen wir heute. Auf geht's. Dass es so schief aussieht, ne, das ist jetzt richtig so. Ne, das ist ja noch nicht voll hier. Ne, und wenn der Pool so halb voll ist, dann fällt das alles da so rein. Dann, ne, das ist alles so, alles normal, konstruktionsbedingt. Das gehört so. Ne. Keine Angst. Das kommt nachher wieder gerade. Ne. Ja, sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber das gibt sich nachher wieder, ne? Also ungefähr so gut 3 Tage, ne? Bis der hier voll ist, ne? Habt keine Angst, wenn es so aussieht, ne? Das ist richtig so, ne? Das gehört so. Natürlich muss ich hier dann beim Aufstellen achten, ne, dass da die Stifte hinten auch drin sind, ne? Und jetzt drückt er nämlich hier voll jetzt gegen hier, ne? Drückt jetzt hier voll gegen hier dann. Ah, ist einfach so halb voll ist er jetzt, ne? Ja, da kommt jetzt Druck drauf, ne? Heute Morgen hörte ich wirklich also vier richtige Schläge dann da, ne? So wie so Kanonenschläge. Was war passiert? Ich hatte den nämlich angebunden. Ne? Angebunden hier. Aber durch den Druck hat es zerrissen. Ständerler hier dran. Hat es das zerrissen. So viel Druck ist da drauf. Echt. So, der Pool ist voll. Der Pool ist aufgestellt, hat sich aufgerichtet. In der Tat brauchten wir 4 Tage, bis der Pool voll war. Es waren genau 4 Tage. Ne, von der Zeit her, wir haben ihn dann um 15 Uhr hier angestellt und ja, also nach dem 4. Tag mittags war der Pool dann voll. So, man sieht, er hat sich aufgerichtet, sieht wieder schön aus. Schau mal, vom Gerade her, sieht wieder schön und richtig aus. Die Ecken, wie sehen die Ecken aus? Ich zeige. So, wie sehen die Ecken aus? Passt. Alle 4 Ecken laufen auch jetzt frei. Laufen auch frei im Fett drin hier. Meine Finger schon wieder fettig hier. Da, na, 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 na. Auch läuft frei. Es ist kurz, aber es kommt nicht raus. Es kommt nicht raus. Es passt so gerade, kann man sehen, also der Knubbel kommt nicht raus, der steckt ja hier drin. Es passt gerade ebenso. Diese Seite ist okay, das ist ja die Seite mit den richtigen Teilen, ne? Da sieht man, dass es passt. Hier ist es ja bis dahin, ne? Also es ist schon hart an der Grenze. So, die hinteren Ecken hier vorne, es passt auch, diese Seite, die, ne? Gut, lange Seite passt wieder. Die kurze Seite hier, ebenfalls viel zu kurz. Aber es fällt nicht raus. Es passt. Es ist gerade ebenso jetzt drin. Ne? Gerade ebenso. Wo meiner fragt, warum hat der Uwe den schwarzen Lappen drin hier? Wegen Wellengang. Wegen Wellengang hier, das fluppt mir eben alles raus. Dann habe ich hier nochmal so einen Schutz nochmal dran. Ne? Da ist nochmal ein Ablauf dran hier. So, die andere Ecke. Die andere Ecke
ebenfalls. Diese Seite passt. Das ist hier die kurze Seite. Passt. Und das ist die lange Seite. Passt bei dem auch. Passt bei dem auch. Da passt es. Also, es hat gepasst. Wir können benutzen. Gucken wir bei starkem Seegang, wenn der Papa hier schwimmt, hier, ob die rausrutschen. Ob die rausrutschen, aber ich vermute nicht. Ne? Ich denke nicht, dass es rausrutscht. Ne? Na gut, wir werden sehen. Erstmal pH-Wert ermitteln und dann schauen wir mal. Rein hier. Das ist eine Wade. Gar nicht dann ermitteln hier. So, guck hier oben. Sind wir jetzt hier? Chlor ist klar. Hier oben Chlor. Oben hat er nichts, ist klar. pH-Wert, ja, ich würde sagen 6,8. Ne? Passt schon, oder? Das ist in Ordnung hier, 6,8. Das ist zu wenig, 6,2, da kommt er, 6,8, das wäre schon wieder zu viel. pH-Wert also optimal. Und Härtegrad, ja gut, wir haben, ich habe schon hartes Wasser hier. Ne? Ja. Und den untersten Wert hier kann man nicht ermitteln, hat er gar nichts. Ne? Also. Die Wasserwerte soweit in Ordnung. Jetzt hauen wir Salz rein. Wie viel Salz kommt jetzt rein? Intex sagt, für den Pool bei der Größe 160 Kilo. 160 Kilo bei der Größe. Ich mache 150 Kilo rein. Kannst lieber nochmal nachsalzen, wie in der Suppe, lieber nochmal nachsalzen, als wenn du die Suppe gleich jetzt versalzen hast, weil dann kriegst du das Salz nicht mehr raus, ne? Wenn du jetzt zu viel Salz reinhaust. Ne? Dann musst du wieder ablassen. Wasser wieder ablassen und dann wieder frisches rein. Einzigster Weg. Sonst kriegst du das Salz nicht raus, wenn es zu viel ist. Ne? Also mach lieber erstmal zu wenig rein und dann nochmal getesten und dann lieber nochmal nachsalzen. Ne? Also hau nicht zu viel rein. Du kriegst das Salz nicht wieder raus. Ne? Machen wir jetzt. Auf geht's. So, ich habe die Salz hier. Gibt auch das Salz von Intex. Gibt es natürlich auch. Ne? Das kannst du aber, das ist auch für. Das spielt keine Rolle. Du kannst sogar Industriesalz kannst sogar aufnehmen. Ne? Das spielt gar keine Rolle. Ist halt nur schmutziger dann. Ne? Hat schmutziger. Aber ich habe das jetzt gekauft. Das ist richtig für den Pool, den Salzwasserpool. Ein Sack hat 25 Kilo. Steht's da unten? Wo steht's? Wo steht's? Wo steht's? Ja, ja, hier, hier. 25 Kilo. Passt. Ja gut, ich muss eh rein. Also, das heißt jetzt auf jeder Ecke haust du jetzt erstmal einen Sack rein hier, das sind 100 Kilo. Hui. 100 Kilo, in der Mitte nochmal ein, zack, zack, dann hast du 150 Kilo drin. Und dann gehen wir mit dem Besen rein, und dann schön verteilen hier. Schön Mischi-Mischi machen, das machen wir jetzt. Boah, ist das schön kalt. Boah. Im Januar im Freien unter der Dusche. Der Uwe ist ein harter Bursche. Im Januar im Freien duschen. Nur für die ganz Harten. Muss ich auch noch jetzt da rein? Da ist es kalt jetzt. Oh, hier ist das kalt. Ist das kalt? Poolboy. Sexiest Poolboy in town. Ja, ja. Oh. Oh. Achso, ich bin da rein drin, oder? Oh. 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 Heilandsack ist das kalt. Heilandsack ist das kalt. Ich habe schon 32 Grad in meinem Pool. Oh, geht, arbeiten. Arbeite, warte, ich habe immer noch ein Thermometer hier, ne? Ist abgefallen noch hier. Gut, so. Die Aufgabe jetzt ist. Na, da, na, na, na. Na. Oh. Heilandsack, 23 Grad. Ich friere mal den Zipfel ab hier. 23 Grad.
Ich habe so ein 32 hier im Pool drin. Ich friere mir den Zipfel ab, Jungs. Das ist mir aber zu frisch hier. Ich habe jetzt 125 Kilo drin. 125? Ne? Lieber nochmal nachsalzen. So, Aufgabe ist jetzt hier, das ganze Salz zu verteilen. Das ganze Salz schön mischi-mischi machen, dass sich das auflöst. So, dann schön rühren, rühren, wie in der Suppe hier, schön rühren, alles schön mixen hier. Schön, ne? Bisschen Wassergymnastik machen. Sexiest Poolboy in Town. Kriegen wir auch davon Fett los? Nee, ne? Sauber. Im Wasser geht die, ne? Oh, oh, eine schöne Stimmung jetzt hier. Wie mit einem Strudel drin jetzt hier. Wie eine Kaffeetasse. Bitte komm. Jetzt kommen alle Hunde. Ja, okay, gut. Also, wenn das dann fertig ist, Salzgehalt messen. Das machen wir jetzt. Jetzt kommen alle Hunde durch. Das ist schön. So, also. Das ist jetzt 0. Hinein. 2320. 2320. 2380. 90. 400. Kannst du sehen? 2400. Intex sagt 2420. Ich würde sagen, dass wir das mal so probieren. So probieren, ne? Also ich fahre lieber etwas weniger Salz wegen dem ganzen Rost hier. Mir, ne? Also lieber etwas weniger Salz. Wenn es ihm zu wenig ist, dann sagt er mir das da schon. Ne? Also schon mal klar. Intex sagt 2800, ne? Oder? Kopf so, ne? 2800. 2700. Gleich nochmal nachgucken. Und dann lieber nochmal etwas nachsalzen. Also, ne? Lieber etwas weniger fahren, als volle Pulle gut Salz rein. Ne? So, gut. Das ist dieses. Zack, jetzt geht er wieder auf 0 runter. Ja, also das Ding funktioniert eigentlich, ne? Das Ding ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. 2, 4. Ja, jetzt macht er 2,80. Lass mal stehen so. Wir werden das mal testen, was der Chlorinator sagt. Ne? Was der Chlorinator sagt, das mal probieren. So, jetzt pass auf. Intex sagt jetzt normalerweise, sollst du das jetzt hier einen Tag stehen lassen. Dass sich das Salz hier schön auflöst und vermischt und da hier Prozess macht dann da. Ja gut. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe ihn jetzt ordentlich hier gemischt und hier mit dem Besen aufgelöst, das Ganze da. Weil ich jetzt ja schon 4 Tage hier den Filter nicht habe laufen lassen und sich schon auf dem Boden schon und auf dem Rand wieder so ein bisschen brauner Film gebildet, ne? Mache ich jetzt anders und zwar gebe ich jetzt hier nochmal 160 Gramm Chlor nochmal extra rein.
Ja? Macht man ja auch bei so einer Schockchlorung, macht man das ja auch dann, dass man da nochmal extra nochmal Chlor macht. Weil ich will das jetzt nicht noch stehen lassen. Ne? Es kommt schon wieder so ein feiner, schmieriger Belag. Ich habe das schon gerade jetzt gefühlt hier beim gut Laufen, da schon wieder schmierig so. Gleich schon mal Chlor hinterher machen, ne? Und dann werden wir den mal laufen lassen jetzt, ne? Machen wir. Auf geht's. Stunden, Booster rein. Minuten. Er läuft, er akzeptiert, er macht hier keinen Fehler von wegen Low Salt. Reicht. Gut. 760 oder 200 Gramm? Was hast du genommen? 170, oder? 170, da sind wir tolerant. Hinein. Sollte man nicht einatmen. Jetzt haben wir alles gemacht. Chlor drin, Salz drin, Maschine läuft, zeigt keine Fehler an und jetzt lässt du mal das Ding mal laufen. Also ja, ich würde mal sagen, ganzen Tag, ganze Nacht mal laufen lassen, mindestens. Ne? Guckst jetzt nach, wie das Wasser dann sauber wird und dann war es das eigentlich schon, oder? Mit dem Poolwiederherstellung hier. Würde ich sagen. Ja, guck mal da, das Ding läuft schön hier. Die Maschine läuft hier, ne? Elektrode läuft. Gut. Alles richtig gemacht. Boostern! Boostern immer gut, oder? Ja gut, nicht immer, aber hier bei dem Ding, das ist nicht gut. Hier boostern immer rein damit. Volle Pulle rein. Der Druck im grünen Bereich fertig. Also, das war's jetzt für heute. Von wegen hier Salz auffüllen, Poolwiederherstellung. Ne? Das haben wir heute jetzt gemacht. Vollste Zufriedenheit, alles ist in Ordnung. Maschine läuft. Morgens der Pool wieder sauber. Das war's für heute. Immer dran denken. Teilen, liken, abonnieren und kommentieren. Wenn ihr noch kein Abo gedrückt habt beim Uwe, Abo drücken. Unten links in der Ecke ist das Abo, der Abo-Button. Abonnieren, da seid ihr immer auf den neuesten Stand hier, auch mit dem Pool, was in Thailand ist, mit Intex Pool. Da wird sicherlich noch einiges kommen, habt mal keine Angst. Das war nicht das Ende. Also, das war's für heute. Und tschüssle. Habe der sehr gut wieder ruhige und vierte. Und tschüss. Tschüss.